So Leute, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir bei Opinionated Gaming. Ich weiß, wir haben lange nichts mehr von mir gehört. Das hat auch sehr viel mit privaten Dingen zu tun gehabt, die ich leider persönlich nicht ändern konnte. Die darunter gelten, Arbeit und all sowas. Reden wir aber nachher drüber. Und zwar heute Closed Alpha Spellbreak. Ich habe schon ein paar Games gemacht. Ich finde das Game ganz ehrlich mega sick. Also echt, also Respekt, Bruder. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Klar, wir befinden uns noch in der Alpha, das heißt, viele Bugs können noch vorkommen, ne? Ich selber bin auch noch nicht allzu viel hier durchgegangen, sage ich mal, ne? Also hier die ganzen Charaktere, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind alle gleich, die haben keinen Unterschied, meine ich. Ne? Gut, es gibt noch kein direktes Profil, steht zwar oben ein Name und ein Icon, aber noch nichts Anklickbares. Natürlich, wie bereits gesagt, ist es in der Closed Alpha. Ne? Das heißt, das Spiel ist noch nicht komplett öffentlich. Ist jetzt erst, glaube ich, 2 oder 3 Tage draußen. Ich lade das jetzt heute am Freitag hoch, das Video. Ich habe heute auch erst den Zugang dazu bekommen. Ich finde das Spiel aber mega sick bisher. Ich habe ein paar Games gemacht. Auch mit ein paar Kills schon. Also, du kannst dich echt nicht beklagen. Und ich würde sagen, wir schauen heute einfach mal rein. Ne? Das ist das Einzige, was mich hier triggert. Match Starting. Ja, das wird. Ich gehe mal ein bisschen an die Seite, weil ich glaube, wird hier doch ein bisschen laut. Denn ich meine, das wird sich halt natürlich stark ändern. Gerade wenn es aus der Closed Alpha raus ist, ne? Ja, verschiedene Items von jeweiligen. Jedes hat eine andere Fähigkeit zum Beispiel oder anderen Boost. Na, dann können wir mal hier gucken zum Beispiel, ne? Make no noise, halt, du machst keine Geräusche. 18 Seconds, und sowas. Also. Ist schon recht nice, kann man sagen. Und alle haben so verschiedene Fähigkeiten. Dann gibt es verschiedene Waffen. Wind, Gift, Feuer, Eis, Erde, Frost, Wind, ah, und Licht. Ja, sorry. Ich hab eins gemacht. Das Gute daran ist, die Items agieren untereinander. Dann hast du extra Spells. Ne, die du auswählen kannst, die du leveln kannst. Ne, das heißt, über das Game hinaus. So, dann hast du jetzt hier deine Karte, die jetzt hier aufgeprobt ist. Ne, und dann geht man einfach, sobald die blinken oder anklickbar sind, auf eins drauf. So, und dann siehst du auch schon, wo welche Leute sind, wo die Leute hingeflogen sind. Na, ich gehe auch dahin. Das heißt, die welche verschlafen, die verpassen hier wirklich dann den Start. Na, das Flicksystem, ja, ich finde das doch nicht so optimal, bin ich ganz ehrlich. Okay, ist eine Alpha, da wird sich vielleicht noch einiges ändern. Aber die Animation schon alleine, wenn er nach unten kommt, ist schon sick. So, Teleporter holen, Gift, Feuer. So, eins, was man auch sagen muss, was echt nicht bad ist, du kannst laufen und dich healen, beziehungsweise shielden. Finde ich eigentlich recht nice, muss ich sagen. Das hast du echt, Vorteile und Kopfwerte sowas nicht. Feuer und Eis, Bruder. Ah, Feuer und Eis. Aber ich muss sie wechseln. Weil ich bin jetzt schon gewohnt, dass ich andersrum trage. Ja. Schuhe. Gürtel. Ja. Jackpot, Bruder. Jackpot. Ich weiß, dass vor uns hier auch irgendwo einer war. Ich hoffe, wir kriegen ihn. Dann haben wir nicht die Runde hier. Ja. Auch bei mir auf dem Kanal natürlich wird jetzt in der Zukunft auch mal ein bisschen mehr kommen. Wie bereits gesagt, ich hatte eine Pause gehabt oder wie man es nennen will. Es ging einfach bei mir technisch nicht anders. Es war nicht möglich für mich, für euch was zu machen. Aber ich bin derzeit ja sehr viel auf Twitch TV unterwegs. Ich werde auch den Link euch auch in die Beschreibung reinmachen, dass ihr da Flight Room. Ja, ja Mann, Flight Room, ich will fliegen. So. Na, ihr könnt von jedem Pod könnt ihr immer 2 Stück mitnehmen. So, wir gehen weiter, weil wir wissen ja, irgendwo ist noch einer, den würde ich eigentlich haben. Na. Aber wie gesagt, also ich finde das Game an sich bisher
schon echt nice. Was ist das hier? Raw und ich habe. Common. Okay. Na. Ich habe noch nicht den Unterschied gemerkt zwischen selten und nicht selten. Okay, hier war einer. Ich habe auch bisher noch nicht einmal Fall-Damage bekommen. Das heißt, vermutlich ist das auch irgendwie ausgestellt oder sonst irgendwas. Da. Ich hoffe, ihr habt dazu. Oh! Ja! Gotcha, Mensch! Ja. Und dann geht das ungefähr so. Ra. Ich hab FD. Oh! Nein! Lass mich in Ruhe, Junge. Nee! Er hat mich genommen. Er hat mich genommen. Nein. Dass er noch einer war. Verdammt. XD Seele. Ja, ich nehme auch deine Seele, Mann. Scheiße. Naja, bye bye. Ganz bewusst. Ich versuche gerade nicht mal Erster zu werden. Ah, die Wolfrune. Hier wär's mal. Oh. Palex. Ja, die habe ich noch zwischendurch. Ich weiß zwar noch nicht, woran ich lebe. So, ein paar Schuhe. Ja, weil die machen dich auch immun oder sonst irgendwas. Ah, Erde. Legendary. Junge. Legendary Erde. Das ist schon. Ja, man vergisst das hier auch sehr schnell, dass man sich einfach mal schämen muss. Zumindest bei mir ist es halt so, dass ich das echt schnell vergesse. Oh, das war ich erst da. Dass ich das selber echt schnell vergesse, ne? Na? Hm. Aber hier, invisible. Boah, nehmen wir erstmal die Unsichtbarkeitsrunde, ne? Gürtel. So, was hat, was gibt der? Reduce taking from lightning. From Earth. Nehmen wir mal von Earth. Ich weiß nicht warum, aber ich habe halt mit der Erde jetzt irgendwie gerade so innerlich ein besseres Gefühl als das, was wir eben hatten. Also. Noch eine Kiste. Haben wir hier Rustone. Down. Coming. So, was haben wir hier? Invisible. Du hörst die Kisten auch anscheinend sogar von sehr weit schon, wie ich merke. Ach, die Zone wird ja auch jetzt kleiner. Ja. Wie weit ist denn das? Ja gut. Ich muss los, Bruder. Hier müssen los. Nehmen wir mal so noch ein paar Chilis mit, aber wir brauchen noch ein paar mehr Chilis. Das ist zu wenig. So, und unsichtbar. Also das ist ein krasser Move, ne? Also du kannst schon krasse Moves machen. Du kannst deine Fähigkeiten fusionieren, nennen wir es mal. Das heißt, wenn du Gift machst und machst Feuer rein, kommt so ein Feuergiftwelle und sowas. Und ist schon echt sick, muss man sagen. Na, macht auch richtig Laune, gerade wenn du die ganzen Kombos kennst. Ich kenne bisher nur die Gift- und Feuer-Kombo. Ich
habe die anderen Sachen noch nicht. Ah, Wind und Feuer, glaube ich, geht auch, wenn du so einen Wirbelsturm hast. So, und wir sind ja schon in der Zone. Invisible, Chroma. Ich will wieder meine alte. Ja, ich hatte mal so eine andere. Amulett, Amulett. Geschossen, ich weiß aber noch nicht wo. Aber ich glaube nicht auf mich, oder? Doch. Aber ich habe noch einen Hit gegeben. Erzähl mir keinen! Wo ist er hin? Habe ich ihn getötet? Nein. Glaube ich nicht. Er ist bestimmt runtergefallen und abgehauen. Wir haben auch ein paar Nice Hits gegeben. Ich muss jetzt erstmal hier voll schielen. Weil ich weiß nicht, wo er sich hier rumtreibt. Ha! Sonst komme ich nicht drauf klar. So, 14 Leute noch im Leben. Bisher. So, ein paar Skills gelevelt. Aber ich sehe auch gerade noch keinen. Gerade jetzt ist es sehr ruhig. Closing Circle. Gut, mach das mal. Vielleicht sind hier noch ein paar Schilde drin. So. Nehmen wir erstmal mit. Ja, solange wir keine Schilde halt finden, müssen wir erstmal. Das sind Schilde. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Weil ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so keinen direkten Move da hochzukommen. So, dann. Nein. Nimm die Schilde, nimm die Schilde. Ja, los. Noch einen. So. Da. Ja, Mann! Das ist ein Epic. Noch. Ja, war aus dem Leben gegangen. Was
was? Epic Lightning. Aber wir haben Epic Earth, Bruder. Ach, noch einer, okay, weggeschlissen hier. Mann. Aber richtig weggeschlissen. So, gib mir noch einen. Neun Stück. Acht. So gesehen. Bruder, die Soul moved aber fast. Ra, ra habe ich auch. Noch einer. Nein, die haben mich. Oh nee. Schade. Also das mit dem Wiederbeleben verstehe ich noch nicht ganz. Kann ich noch nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wann wiederbelebt werden und wann nicht. Gut, wir haben jetzt 4 Kills diese Runde gemacht. Also, ich glaube 4. Ja, ich finde das Game bisher recht toll. Mal schauen, was die Entwickler daraus machen. Vielleicht wird es ja mehr krasses Spiel. Who cares? Aber es ist definitiv mal eine Abwechslung zu den ganzen anderen Games wie PUBG, Fortnite, Apex, alles was jetzt gekommen ist oder auch da ist. Das ist definitiv mal eine Abwechslung. Und ich finde, die sind dort sehr kreativ gewesen. Der Hinsicht, ne? Ein Avatar oder Magier bezogenes Shooter bzw. Battle Royale, ne? Obwohl es ja nicht mal richtiger Shooter ist in der Hinsicht. Finde ich echt toll. Ich werde das auch ein bisschen weiter verfolgen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video bei mir auf dem Kanal. Ich würde sagen, hallo, tschüss und schaut mal auch mal im Stream vorbei. Ich bin fast jeden Tag nahezu am Stream, daher fast nicht, was nicht verpassen soll. Hallo, tschüss. Bis zum nächsten Mal.